Wir sind heute hier im Fahrzeugwerk Krone in Spelle, da wir unser 5-jähriges Jubiläum in dem Projekt Abgefahren, wie krass ist das denn, feiern. 5 Jahre sind wir unterwegs mit engagierten Teamern, die aus den Bereichen Feuerwehr, Rettungswesen, Polizei, Notfallseelsorge, Notärzte, aber auch aus dem Bereich Unfallverursacher und Unfallopfer herauskommen und die sehr engagiert dieses Projekt den Schülerinnen und Schülern der 11. Klassen im Emsland und in der Grafschaft Bentheim darstellen. Marc-André Burgdorf vom Landkreis Emsland lobte die Menschen, die hinter den einzelnen Hilfsorganisationen stehen, in besonderem Maße. Ob Feuerwehr, THW, Katastrophenschutz oder Rettungswesen, all diese Menschen, die sich teils selber in Gefahr bringen, um andere zu helfen, gebührt ein ganz besonderer Dank, so Marc-André Burgdorf. Wir möchten bei der Zielgruppe junge Fahranfänger erreichen, dass wir ein Gefahrenbewusstsein entwickeln bei den Schülerinnen und Schülern, dass sie nicht mehr so schnell über die Straßen fahren, dass der Alkohol wegbleibt, wenn sie mit dem Auto unterwegs sind, dass sie halt eben weniger an schweren Verkehrsunfällen beteiligt sind, diese verursachen und somit auch die Unfallzahlen reduzieren. Die Zielgruppe junge Fahranfänger ist eine Gruppe, die schon seit vielen, vielen Jahren überproportional stark an den Verkehrsunfällen beteiligt ist. Und das liegt darin, dass man bis zu einem bestimmten Alter noch ein größeres Risiko schneller eingeht, dass man die Gefahren nicht so sieht, wie vielleicht ein älterer, erfahrener Verkehrsteilnehmer. Wenn wir über Wirkung sprechen, dann können wir, wenn wir harte Fakten uns anschauen wollen, uns ja eigentlich nur unsere Verkehrsunfallstatistik anschauen. Und wenn ich da jetzt mal einen etwas längeren Zeitraum betrachte, nämlich von 2007 bis 2017, kann ich sagen, ja, es hat eine Reduzierung gegeben. 2007 waren es noch 17 Unfalltote im Bereich der Jungfahranfänger, 2012 waren es noch 12 und jetzt 2017 waren es nur noch 2. Das allein jetzt aber auf unsere Präventionsarbeit zurückzuführen, das ist vielleicht ein wenig vermessen. Da spielen viele Parameter eine Rolle, die Repression und die Prävention gemeinsam. Die Firma Krone als Premium-Sponsor unterstützt das Projekt seit Anfang an. Bernhard Krone sieht sie hier in einer besonderen sozialen Verantwortung, denn die jungen Menschen sind unsere Zukunft, so Bernhard Krone, der selbst schon des Öfteren an Unfallstellen als Ersthelfer geholfen hat. Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass wir als einer der größten Arbeitgeber hier in der Region auch unserer sozialen Verantwortung gerecht werden. Junge Menschen, die Jugendlichen sind unsere Zukunft. In den Vereinen, in den Kommunen, in den Schulen natürlich, aber eben auch bei uns später in den Unternehmen. Und ich glaube, dass wir da eine besondere Verantwortung für haben. Insofern fördern wir die Aktion, die Präventionsaktion, Abgefahren. Wie krass ist das denn jetzt schon seit 5 Jahren und tun das auch gerne und werden das sicherlich auch weiterhin tun. Ja, ich bin im Februar 2017 in Meppen dabei gewesen. Ich bin natürlich auch mit gemischten Gefühlen dorthin gefahren. Natürlich wusste ich, was das für Auswirkungen aus Erzählungen, was das für Auswirkungen haben kann. Ich habe es wirklich am eigenen Leib gespürt, dass einen das tief bewegt, dass einen das mitnimmt. Einerseits die Schilderung der Einsatzkräfte, aber dann auch die Erfahrungen der Menschen, die wirklich unmittelbar daran beteiligt waren, die teilweise aus ihrem Alltag gerissen wurden, auch die Familienmitglieder, die darunter gelitten haben, dann unter tödlichen Unfällen. Das hat mich tief bewegt und insofern glaube ich, dass das auch gerade für junge Menschen, und man hat es auch gespürt, man hat es gesehen, dass auch diese jungen Menschen das bewegt und ergreift und man ist dort quasi lachend in diese Veranstaltung gegangen und mit einem deutlichen Kloß im Hals und sehr ruhig wieder rausgekommen. Und insofern glaube ich, dass das eine gute Sache ist. Also ich bin vor einigen Jahren auf der 31 gefahren bei starkem Regen und dann stand auf einmal links in der Leitplanke ein PKW verunfallt mit schwachem Warnleuchten.
Wir haben gleich angehalten mit mehreren Freunden, haben erstmal die Frau da rausgeholt und den Notruf gewählt. Und das ist schon ein mulmiges Gefühl, gerade bei Dunkelheit, bei starkem Regen auf der Autobahn. Und wenn dann der Verkehr abreißt und einige doch mit hoher Geschwindigkeit da wieder ankommen, das ist schon ein ungutes Gefühl. Und sicherlich haben dann auch die Einsatzkräfte bei solchen Verkehrs- oder Wetterlagen einiges zu tun. Dann dauert das halt mal, bis jemand da ist und eben die Verkehrs-, die Unfallstelle ein bisschen absichern und Dame helfen. Das war in dem Moment dann, ich sag mal, das Wichtigste. Und Gott sei Dank ist da also dann auch nichts Größeres oder Schlimmeres dann am Ende passiert. Gibt andere Situationen, aber es ist immer wieder eine Herausforderung und eine besondere Situation, die einen so ein Stück weit aus der Komfortzone, die man sonst so hat, herausholt. Man muss das annehmen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass dann auch, wenn man selber so einen Unfall hat, wenn man selber in so einer Situation ist, dass andere Menschen helfen. Und ich glaube, das muss man sich einfach immer wieder vor Augen führen.